Servus, meine lieben Freunde und Zuschauer von ParkTube. Boah, ist das hell hier, Alter. Ja, willkommen bei einem kleinen, aber feinen Informationsvideo über ParkTube. Das haben wir ja schon mal gemacht. 2, 3, 4 Mal, ich weiß nicht wie oft. Um mal den aktuellen Status vom Kanal so rüberzubringen oder zu erzählen, was wir gerade so vorhaben oder was kommt oder was nicht kommt, sozusagen. Und fangen direkt mal mit dem ersten Thema an, und zwar geht es um das Gaming, also jetzt Gaming-Info, ja, quasi. Momentan laufen ja 3 Spiele auf dem Kanal. Zu einem ist das GTA Online, das Wimmelbildspiel, Phenomenon heißt das, glaube ich, und The Park. The Park habe ich jetzt soweit durch, da kommt jetzt die Tage das letzte Video raus oder die letzten 2, ich weiß es gar nicht. Ich werde das jetzt demnächst aufnehmen, vielleicht heute noch, ich weiß es gar nicht. Genau, das ist dann bald zu Ende, das Spiel haben wir dann quasi durch. Was Phänomenen angeht, also das Wimmelbild, das werde ich erstmal pausieren, weil der Andrang auf dieses Spiel nicht so riesig ist. Und ich denke mir, dass wir das dann eventuell in dem nächsten Gaming-Livestream, ich weiß nicht, wann der nächste Gaming-Livestream sein wird, aber da werden wir dann weiterspielen, nehme ich mal an. Weil das passt ganz gut, das ist, wenn man es live spielt, einfacher. Und als nächstes, GTA Online wird auch erstmal pausiert, da momentan, da ich momentan einen neuen Job habe und ich auch teilweise am Wochenende arbeite. Und natürlich die anderen Herrschaften, mit denen ich das spiele, am Wochenende frei haben oder teilweise auch in der Woche arbeiten und ich in der Woche mal frei habe, ist das halt schwieriger, einen gemeinsamen Termin zu finden. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir da irgendwann mal wieder anfangen aufzunehmen und dann so, ja, ab und zu mal Folgen rauskommen werden. So, also das erstmal zum Gaming. Phenomenon pausiert, GTA pausiert und The Park ist bald fertig. So, das erstmal nebenbei, aber bald fängt ja die Saison wieder an. Das heißt, jetzt gucken wir mehr auf die Freizeitparks als auf Spiele. Also immer, wenn wir nichts zu tun haben, dann greifen wir auf die Spiele zurück. Ist ja klar, ist ja logisch. Und schauen dann mal weiter. Entschuldigung, dass ich mit dem Stuhl wippe, aber das muss sein. Dann kann ich besser erzählen und denken. Weiter geht's zum nächsten Thema. Ja, und zwar im nächsten Thema besprechen wir das Format Andys Meinung zu. Wie ihr gesehen habt, hat sich einiges getan in diesem Format. Es ist ein bisschen, professioneller kann ich es ja nicht sagen, aber es ist mehr dazugekommen. Es sieht jetzt besser aus, es ist ein bisschen besser durchdacht. Es hat jetzt ein eigenes Thumbnail und ein provisorisches Logo erstmal. Ich weiß nicht, ob ich da was machen werde. Aber das lässt schließen, dass ich dieses Format jetzt öfter mal bringen werde. Entweder einmal die Woche oder jede zweite Woche, ich weiß nicht ganz genau. Wir wollen es ja spannend halten, wir wollen ja nicht zu viel von allem haben oder zu viel von diesem Thema, sonst ist es langweilig. Aber ich werde es auf jeden Fall jetzt regelmäßiger machen und das wollte ich halt nochmal hinzufügen, dass wir das jetzt öfter machen werden und ich auf Vorschläge sehr, sehr, sehr gut reagiere und sehr, sehr positiv gegenüberstehe. Wenn ihr schreibt, welches Thema wir dann als nächstes in Angriff nehmen sollen. Das letzte Thema war Reik und das nächste, keine Ahnung, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Vielleicht schon mal hier so als, als Anspornpunkt für mich. So, fahren wir weiter fort. Mhm. Ja, das nächste Thema, was wir ansprechen, oh mein Gott, so viele Themen, Andi, ist nämlich die News, ne? Ja, wie einige wissen, ich weiß nicht, ob das alle wissen, ich glaube nicht, dass das alle wissen, das wäre unmöglich, ist, normalerweise haben wir die News in den Livestreams vorgelesen, beziehungsweise die News von Coaster Stalk, ja, die Freizeitpark-News, wöchentlich haben wir das in den Livestreams gemacht. Und das ändert sich jetzt auch, und zwar wollen wir die News jetzt als Video immer rausbringen, und zwar wöchentlich, wirklich wöchentlich, da mich Coaster Stalk immer mit den News, nicht vollspammen wollte ich sagen, sondern immer frische News parat hat für uns, für ParkTube, damit ich die euch näher bringen kann und ein bisschen mehr erzählen kann, was denn so in der Welt der Freizeitparks so passiert ist letzte Woche. Und das werde ich dann als Video vormachen, da ich, in dieser Form mehr Leute erreiche als zum Beispiel jetzt um 22 Uhr abends bzw. nachts im Livestream. Die Leute, die noch online sind, da zuhören oder die Leute, die die Wiederholung gucken, die jetzt aber nicht wirklich so lange oder alles durchschauen. Da gehen, glaube ich, die News ein bisschen unter und deswegen wollen wir das jetzt so machen, dass ich das immer als Videoform rausbringe.
Wir haben uns vorgenommen, den Donnerstag, dass das donnerstags immer passiert. Und bald fangen wir auch an damit und fangen bei 1 an quasi, News 1. Obwohl wir jetzt schon über 20, 30 News hatten bis jetzt. Immer live und jetzt wollen wir das in Videoform auf Parktube bringen. Ja, und fahren weiter fort mit dem nächsten Thema. Also, weiter geht's. Ja, das nächste Thema ist, wo wir demnächst denn so überall auftauchen werden und was wir überhaupt vorhaben. Das kann ich ja soweit spoilern, denn das betrifft auch ein anderes Thema, was ich direkt dran anschließen werde. Und zwar Termine. Wo sind wir wann? Also wir fangen schon diese Woche quasi an mit dem Samstag, den 10. März müsste das sein, genau. Da sind wir in Fantissima, das erste Mal, meine Freunde. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ein Video dazu machen werde. Ich denke, drin ist Filmen nicht erlaubt, aber ich denke, ich werde so ein Impressionsvideo machen, wo ich erzähle und wo ich mich drauf freue und was ich so erwarte. Mal gucken, was sich da ergibt. Mal sehen. So, also am 10. März Fantissima. Am nächsten Tag fahren wir dann ins Toverland, da Anna und ich mir eine Jahreskarte für diesen schönen Park kaufen werden, da es ab diesem Jahr einen weiteren Themenbereich geben wird und da freuen wir uns ganz besonders drauf, deswegen nehmen wir uns die Jahreskarte direkt mal mit. Am 11. März sind wir dort anzutreffen, es ist jetzt keine Einladung, aber so. Wir sind halt am 11. März im Toverland, genau, das wollte ich auch nochmal sagen. Dann sind wir natürlich zur Saisoneröffnung am 24. März im Phantasia unterwegs, was anderes ist ja nicht zu erwarten. Und darauf den Tag, also den Sonntag, den 25. sind wir ebenfalls da und genießen den Frühlingsanfang im schönsten Park Deutschlands. Ja, klingt doch ganz super. So, dann die nächsten Termine, die ich natürlich schon weiß, ist ja klar, ist am den 21. Juli, quasi den 21.07., damit das klar ist, sind wir in Tripsdrill bei dem Event Yes We Can mit Donix.de und Co. unterwegs natürlich. Haben auch eine Backstage-Tour dort bekommen und solche Geschichten. Wird es dann natürlich auch ein Video geben, einen Vlog geben und ein paar Backstage-Touren-Videos. Also wird ganz interessant die Geschichte. Ich freue mich schon sehr drauf und ich freue mich auf neue Gesichter und alte Gesichter und wird ein super Event. So, den letzten Termin, den ich bis jetzt weiß, ist der Europapark. Mein Lieblingspark natürlich. Da können sich alle drum streiten, ob das jetzt euer Lieblingspark ist oder nicht, aber es ist meiner. Und dort bin ich ebenfalls schon am 21. Juli, da wir von Tripsdrill direkt runterfahren und ja an diesem Tage, an dem Samstag, dem 21., die Europapark Mitternachtsfeste, oder ich weiß nicht, wie das heißt, die haben auf jeden Fall bis 0 Uhr geöffnet und das nehmen wir natürlich mit, da müssen wir dabei sein, das will ich mir auch einmal angucken. Ich denke mal, da gibt es Feuerwerk und so und den EP im Dunkeln habe ich natürlich auch noch nie gesehen. Da freue ich mich besonders drauf. Und im EP sind wir insgesamt 5 Tage oder ja, 4,5, weiß ich gar nicht, wie ich das sagen soll. Und zwar vom 21. bis zum 25. Juli sind wir im Europapark und da freue ich mich besonders drauf. Oh, kein Zelt mehr, wir haben jetzt endlich ein Apartment gebucht und da freue ich mich besonders drauf. So, ja, das haben wir alles jetzt in 5 Minuten gepackt. Alter Andi, ich bin stolz, dass du das mal geschafft hast. So, genau, das haben wir jetzt besprochen und ja, da wollte ich nochmal sagen, der nächste Livestream findet morgen statt, quasi, nachdem das Video gekommen ist, also morgen. Den 8.3., weil wir diesen Samstag natürlich auch nicht mehr schaffen, da ich ja erzählt habe, ich bin bei Fantissima und am nächsten Tag bin ich ja auch noch im Toverland. Deswegen klappt der folgende Samstag auch nicht mit dem Livestream, aber ich denke mir, nächsten Samstag, ich weiß jetzt nicht welches Datum, aber den Samstag danach müssten wir eigentlich einen normalen Livestream hinkriegen, also am Samstag um 20.30 Uhr, die gewohnte Uhrzeit und der gewohnte Tag müsste eigentlich klappen. Und ja, deswegen, aber jetzt habe ich eine gute Ausrede. Wegen dem Job natürlich, weil ich da teilweise auch samstags arbeiten muss. Und natürlich jetzt wegen den Terminen, Fantissima und Toverland. So, jetzt kommt die allerletzte News, eher gesagt eine Umfrage. Und zwar habe ich mir nach längerem Hin und Her mal überlegt, ob ich auf Facebook eine Gruppe öffnen soll. Da das ja momentan Trend ist und so.
Aber genau aus diesem Grunde frage ich mich, ob ich das überhaupt machen soll, ob das überhaupt Sinn ergibt. Weil es gibt da die Achterbahn-Fans Deutschland-Gruppe, es gibt jetzt seit neuestem die Phantasialand-Gruppe, die offiziell von Phantasia gemacht wurde. Und es gibt x-tausend diverse andere Gruppen, worüber man sich über das Thema, was wir alle lieben, und zwar Freizeitparks und Attraktionen und Schausteller und oh, ich weiß auch nicht was, darüber unterhalten können. Deswegen frage ich mich, soll ich eine eigene Gruppe öffnen, die nur Parktyp betrifft und man dann natürlich auch über Freizeitparks und so diskutieren kann und Kirmes und sonstige Sachen. Und zwar würde die Facebook-Gruppe natürlich Parktuber heißen, was denn sonst? Und die Frage geht an euch. Soll ich eine Umfrage machen, wo ihr jetzt voten könnt? Komm, ich mache eine Umfrage, wenn das noch geht. Ich weiß es gar nicht, ob das geht. Wenn es nicht geht, also dann müsste die Umfrage hier sein, wenn es geht natürlich. Facebook-Gruppe ja oder nein? Soll ich eine machen? Ja oder nein? Es ist euch überlassen, weil... Ganz ehrlich, mir persönlich wäre es auch zu viel, wenn ich jetzt noch eine Gruppe mache, dann wäre ich jetzt auch in 4, 5 verschiedenen Gruppen, wo es um Freizeitparks geht. Aber eine eigene zu haben, ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, als bei einer dabei zu sein. Und ja, aber wie gesagt, das liegt an euch. Wenn ihr eine wollt, votet auf ja. Also wenn hier ein Vote ist, dann votet auf ja. Oder wenn ihr keine möchtet, dann sagt einfach nein. Und wenn es hier kein Vote gab, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Das wäre sehr hilfreich und sehr lieb von euch. Das würde mir auf jeden Fall weiterhelfen. So, ich glaube, wir haben jetzt alle Themen durchgearbeitet. Genau, da sind wir am Ende. Und würde sagen, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Fürs kurze, kurze Informieren hier bei Parktube. Und ich hoffe, wir sehen uns dann an einem dieser Tage, die ich schon mal genannt habe. Da bin ich auf jeden Fall offiziell unterwegs quasi. Und nein, Fan-Treffen oder beziehungsweise Abonnententreffen habe ich noch nicht geplant, weil da kommt die Frage auch öfter mal. Nein, da ist noch nichts geplant, da werde ich mir aber noch was überlegen, was wir machen, wie wir es machen, wo wir es machen. Das liegt zwischen uns beiden, das müssen wir noch ausdiskutieren. Ja, und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann demnächst in einem Livestream, in einem Video, in einem Vlog, wo auch immer. Ich bin raus, haut rein, lächeln und winken und seid und bleibt fantastisch. Bis dahin, euer Andi von Parktube ist raus. Tschüss, lächeln und winken, lächeln und winken, lächeln und winken.